Hallo und willkommen bei Unterwegs mit Eddie. Heute sind wir wieder mal bei Frank Caravaning. Wir wollten eigentlich unseren Wohnwagen abholen. Der war für einen kleinen Checkup hier. Und da habe ich eine kleine Perle entdeckt, die euch bestimmt auch interessieren würde. Endlich mal nicht einen riesengroßen Engländer, sondern was Kleines, Kompaktes, Hübsches. Wenn ihr mehr sehen wollt, nach dem Intro. Die technischen Daten zu dem kleinen Kompass Kensington 454 seht ihr dann da. Also alles, was Länge, Breite und Gewichte betrifft, könnt ihr jetzt kurz anhalten, Pause machen und nachlesen. Dann fangen wir mal an mit dem Kompass Kensington 454. Klein, leicht und super ausgestattet. Und bei diesem tollen Westerwaldwetter beeilen wir uns mal ein klein bisschen. Fangen wir an mit dem Gaskasten. Mal den auf. Typisch Englisch. Zwei Schlösser. Platz für zwei 11 Kilogramm Gasflaschen. Und hier schon als kleine Besonderheit: Wir haben da oben eine Karamatic Duo Control mit Crash-Sensor verbaut. Und das Zubehör für den Wohnwagen ist auch mit schon dabei. Das ist schon mal dreh-schick. Selbstverständlich ist dieser mit einem Alco ATC ausgestattet, Anti-Schlingerkupplung, der AKS 3004, alles, was man gerne hat. Auf Wunsch, das ist gar kein Problem, kriegt ihr natürlich hier vorne auch eine Abdeckung für die Deichsel, gar kein Problem. Dann gehen wir mal hier rüber. So, fangen wir vorne an, bevor es noch mehr anfängt zu regnen. Natürlich eine Gasaußensteckdose. Das Fach zum Beladen hier vorne für unter die Sitzbank und mit einer kleinen Steckdose da hinten noch. Alles nicht groß, aber es ist ja auch kein großer Wohnwagen. So, Kensington-Logo, sehr hübsch. Die Auslässe für den Kühlschrank, daran seht ihr, dass ein kleiner Kühlschrank verbaut ist. Selbstverständlich Alufelgen. Wie könnte es auch anders sein? Und hier hinten die große Staufachklappe für die Beladung unter dem Bett. Da liegt jetzt noch das ganze Zubehör, das Alco-Schloss, Reserverad, Kleinteile. Das sehen wir dann aber gleich nochmal von drinnen. Zu. Und zur Ausstattung gehört natürlich auch hier, weil es ja leider schon gebrauchter ist. Was heißt leider? Eine Sackmarkise ist mit dabei. Das 454, damit ihr auch wisst, was ihr fahrt. So, wir gehen nach hinten. So, hinten könnt ihr sehen, der Thule Fahrradträger ist bereits vormontiert. Wir haben die ganz normalen Leuchten, die anständigen Griffe hier, alles ganz normal, dritte Bremsleuchte und das passt auch schon alles. Auf der anderen Seite die standardmäßigen beiden Auslässe für das Abwasser, auch nichts Neues. Wer unsere Videos gesehen hat, kennt das schon. Alufelgen. Dann das Fach für die Toilettenkassette, eine kleine drin. Und hier der Stutzen, um das Wasser einzufüllen für die Toilette. Dann haben wir hier nochmal, wie bei Engländern üblich, die externe Batteriebox. Und hier der kleine Knüppel, der ist natürlich für den Mover auch schon dabei. Also alles Standard und natürlich, wer unsere Videos verfolgt, die Whale-Klappe für den Anschluss des Aquarolls. So viel zu einem Kensington 454 außen und es wird nass. Wir gehen mal langsam rein. So, dann lasst uns mal reinschneien in den kleinen Kompass Kensington und sehen, welche Besonderheiten er innen aufzuweisen hat. Auf geht's, folgt mir. Dann kommt mal rein und wir werfen erstmal einen Blick in die schöne L-Sitzgruppe, also auch etwas, das nicht üblich ist. Und danach den Blick dann nach hinten zum Schlafzimmer, über die Küche zum Schlafzimmer.
Dann beginnen wir einfach mal im Wohnzimmer. Ich sag mal Wohnzimmer. Es ist eine untypische L-Sitzgruppe, selbst in so einem kleinen Wohnwagen wie dem hier. Ich finde es stylisch, Platz für den Fernseher ist da drüben. Dann die ganz normale Ausstattung, die es hier auch hat. Wir machen die erste Klappe auf. Das Pioneer-Radio, Antennenverstärker, DVB-T-Antenne und die entsprechenden Boxen dazu. Auf der anderen Seite ebenfalls nochmal hier oben, oh, da sind die Teile vom Backofen drin. Spoiler-Alarm, er hat einen Backofen. Und eine weitere Klappe zum Beladen. Ganz normal hier unten, dann die LED-Leuchten. Und hier hinten kann man sehen, sogar USB-Anschlüsse sind hier schon serienmäßig verbaut. Hat er hier und auf der anderen Seite ist der Anschluss für den Fernseher. Und wie das bereits von meinen bekannt ist, auch wieder SAT und TV, 12 Volt, 230 Volt. Sehr flexibel, sehr toll. Was dieser Kompass, der ja dann in der Ausstattungslinie etwas über unserem eigenen Avante liegt, als extra hat, und was hier wirklich toll ist, das zeige ich euch hier drüben am Fenster. Ich habe einmal hier richtige Verdunklung. Das sind dann die mit dem Ausladen und aus der gleichen Richtung kommt das Fliegengitter. Das hat diesen netten Vorteil. Ihr könnt also hier unten schon mal verdunkeln, dass man nicht reinguckt. Habt aber oben immer noch die Möglichkeit, offen zu lassen, zu belüften. Und ich finde das super. Bei uns ist das leider nicht so. Wir haben die etwas günstigere Ausstattungsvariante, bei der die parallel sind. Das hier, und da wird mir wahrscheinlich jeder beipflichten, der das genauso kennt, ist eine super Sache. Ja. Dann ganz normal Vorhänge, wie wir das alles kennen. Was diesen Kompass ebenfalls unterscheidet, ist dieses Skylight. Ja. Ich habe ein riesengroßes. Und wir können das sogar öffnen. Ich probiere das jetzt gerade mal. Aufmachen, aufmachen, aufmachen. Fenster, das auf die ganze Länge aufstellbar ist. Ja, also ein total super Ding. Das gehört hiermit alles zur Serie. Man muss es einfach mal gesehen haben, dieses Raumgefühl. Und dieses Lichtdurchflutete, was dieser Wohnwagen bietet. Natürlich, wir gucken mal kurz unter die Stauklappen hier rein. Auf der Seite, wie üblich, der Elektroblock. Dann für die Whale-Therme, der Ablass und die Heizungsverteilung. Auch dieser Kensington hat eine 4,3 Kilowatt Whale-Heizung. Whale heißt also auch Webasto. Unterflur verbaut, heißt also auch gewichtsmäßig super verteilt, nämlich alles möglichst tief. Mit einer Therme, die unten drunter ist, extra. Die Whale-Heizung bietet euch den Vorteil, ihr könnt auf Gas oder Strom, Gas und Strom. Also im Prinzip das Vergleichbare für einen europäischen wäre eine Kombi 4E. Nummer dazu. Auf der anderen Seite Stauraum, nicht viel, aber hübsch. Den kann man natürlich auch, wie vorhin schon gezeigt, von außen beladen. Was mich an dem L fasziniert und ich total klasse finde, hier den Fernseher, da die Xbox und ich hier am Zocken. Super, was will man mehr? Dann auf in die Küche. Willkommen in der Küche des Kompass Kensington 454. Die Küche ist, Engländer typisch, wirklich gut ausgestattet. Wir fangen mal einfach mal oben an. Oben haben wir die Mikrowelle. Hier noch das Modell mit dem Glasteller, das wir da drin brauchen. Dann haben wir hier zwei Oberschränkchen. Da liegt dann auch noch der Gasmelder. Alles Serie natürlich, klar. Dann hier der Platz für die Teller, da hinten für die Tassen. Kann man drin lassen, muss man nicht. Wir haben es zum Beispiel ausgebaut. Dann der Wasserhahn mit einem wirklich großen, großen Spülbecken. Das kann meine Frau bestätigen. Da kann man auch mal wirklich spülen. Ich habe sogar drin Wäsche gewaschen.
Des Weiteren hier unten der Dometic-Kühlschrank mit Kühlfach. Das man auch rausnehmen können. Dann habt ihr noch mehr Kühlfläche. Haben wir auch schon gemacht, jetzt übrigens im Urlaub. Also auch hier das Highlight jeder englischen Küche. Der Thetford K1520 ist das, glaube ich. Könnt ihr nachgucken. Hier ebenfalls dreimal Gas, einmal elektrisch. Dann natürlich hier unten der Grill. Und er sieht bei diesem aus, als wäre er so gut wie nie benutzt worden. Und darunter auch das, der Backofen, der eigentlich aussieht wie neu. Also quasi fast unbenutzt. Das zur Küche des Kensington 454. Voll ausgestattet. Alles, was die Dame des Hauses braucht. So, dann hüpfen wir in das Badezimmer rein. Da bin ich. Ganz normal, kleine Waschbecken hier. Alles natürlich auf die Größe angepasst, Zahnbecher. Dann hier schon als Besonderheit, kann man sehen, Dusche ist vorhanden. Duschtasse auch. Also man kann auch hier in dem kleinsten duschen gehen. Oben natürlich ein kleines Heki, damit die heiße Luft und das Wasserdampf dann auch abziehen kann. Und hier Thetford-Toilette, drehbar, leicht erhöht. Also der Thron für den Herrn. Ein ganz normaler Badezimmerschrank. Und wer jetzt glaubt, naja gut, wenn ich hier duschen will, mache ich alles nass. Nein, hier oben ist eine kleine Leiste. Da kommt noch ein Vorhang ran und damit könnt ihr dann quasi den Teil hier abtrennen, die Toilette. Und habt dann nur den vorderen Teil mit eurem Handtuchhalter zum Duschen. Das heißt also, ihr macht hier nicht euer Toilettenpapier nass, eure sonstigen Dinge, die hier drin stehen. Alles gut, das funktioniert auch im Kleinsten. Ist natürlich nicht ganz so hübsch wie eine komplette Dusche, aber ich sag mal so, für die Größe eine super Sache. Dann geht's weiter Richtung Schlafzimmer. So, hier sind wir im Schlafzimmer des Kensington 454. Wir haben ein ganz normales Queen-Size-Bett, Breite 1,40 Meter, Länge, wenn man es ausgezogen hat. Das ist ja jetzt hier noch im Tagesmodus, 1,90 Meter. Das heißt also, es reicht für Normalgewachsene. Den Tipp, wie man das verlängern kann, haben wir ja schon im anderen Video gegeben. Dann, wie bei uns auch, hier einmal Schrank rechts mit Bügel. Und hier drin versteckt sich auch links an der Wand der Tisch. Dann ganz normal. Hier unten wieder das Nachttischchen zum Ausziehen. Einiges an Schubladen. Und auch hier der zweite Fernseher, gar kein Problem. Serienmäßig, die Halterung ist auch schon da. Damit steht dem abendlichen Genuss des Fernsehprogramms im Bett nichts im Wege. Hier unten nochmal einen kleinen Schrank. Und wie ihr sehen könnt, rechts vom Schrank, wie bei Eldis und Kompass und allen üblich, das gleiche Spiel. Zweimal Anschlüsse, Fernseher, 12 Volt, 230 Volt. Alles super. Dann gehen wir wieder hier rüber. Ja, ich weiß, wir wechseln ein bisschen viel von links nach rechts. Wir haben hier die Oberschränke. Da komme ich noch hin. Einmal Dame, einmal Herr. Und auf der linken Seite haben wir das gleiche Spiel. Schrank, Nachttisch ausziehbar und den Schubladenbereich. Hier sind schon einige Zwischenfächer eingebaut worden. Das könnt ihr euch aber, wenn ihr den haben wollt, selbst gestalten. Also hier die ausziehbare Nachttisch und die Schubladen. Und wenn wir jetzt hier gucken auf die linke Seite, beschlägt es ein bisschen bei dem Wetter schon. Der Nicht-Spiegelschrank. Nicht-Spiegelschrank. Also hier ist, ja, dann ist es nur ein Spiegel. Aber wir haben hier unten auch nochmal ein bisschen Stauraum. Also es ist ja nicht so, als würde das hier verloren gehen. Natürlich, und jetzt kommen wir zum Abschluss, kann man dieses Bett auch beladen von innen. Wir heben das mal ganz kurz an.
Ja, Gasdruckstoßdämpfer, alles hübsch. Hier liegt noch das Zubehör für den Wohnwagen, für die Sackmarkise. Und jetzt muss ich mal noch eins dazu sagen. Dieses Bett liegt gewichtmäßig komplett auf dem Alurahmen. Das hier vorne hat keine tragende Funktion. Ja, das ist reine Deko, damit das alles hier hübscher und schöner aussieht. Für die, die sich jetzt fragen, warum das alles so dünn und so klein ist. Dieses Bett liegt komplett auf dem Alurahmen. Das heißt, das hier reine Verzierung. Hübsch gemacht, sieht gut aus. Nehmen wir gerne mit. Okay. Dann gehen wir noch mal ganz kurz nach vorne in die L-Lounge. Dies hier ist ein kleiner, leichter Wohnwagen, der maximal 1500 Kilogramm wiegt. Für zwei Personen, die gerne verreisen und allen Luxus gerne dabei haben möchten. Dafür ist dieses Wohnwägelchen wirklich top. Wer ihn haben möchte, Frank Caravaning bietet ihn an. Preis erfahrt ihr auf der Webseite oder ihr ruft einfach an und besichtigt den. Und wir sehen uns dann im nächsten Wohnwagen, den wir noch für euch auf Video bannen. Bis dahin, wenn euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren, Glocke drücken, dann verpasst ihr nichts mehr. Und wir sehen uns.